Was ist das schlechteste Mario-Game aller Zeiten? Diese Frage hast du dir wahrscheinlich noch nie gestellt. Aber heute beantworte ich sie dir. Indem ich nämlich alle 19 Mario-Main-Games in ein großes Ranking packe. Basierend auf eigener Erfahrung, euren Meinungen und sicher 100% akkurate Berichte aus dem Internet. Und an alle Mario Kart, Golf und Tennis-Fans da draußen, sorry, aber die kommen nicht in der Liste vor. Also, auf geht's! Super Mario Run. Ja, ein Mario-Game, das man auf dem Handy spielen konnte. Dieses Game hat ein paar Probleme, die es leider zum letzten Platz auf dieser Liste machen. Du kannst deine Richtung nicht ändern, Mario läuft von alleine und alles, was du tun musst, ist auf deinem Bildschirm zu tippen, um unseren Helden springen zu lassen. Super Mario Bros. Die verlorenen Level. Offiziell das zweite Game der Mario Bros. Reihe. Dieses Game ist unglaublich schwierig, was das Gameplay betrifft. Und hat dazu auch leider echt keine guten Level, durch die man spielt. Super Mario Land für den Game Boy. Dieses Game ist, naja, aber es ist ein wichtiges Spiel für die weitere Entwicklung der Mario Games. Auch wenn die Steuerung mega clunky ist, es war das erste Mario Game auf einer Handheld-Konsole. Und dafür ist es echt okay geworden. Die Gegner und Power-Ups sind kreativ, mehr aber auch nicht. Super Mario Bros. 2. Ich besitze dieses Game sogar, noch in der Verpackung. Der Grund, warum dieses Game jedoch noch weit unten auf der Liste ist, dass es sich nicht wirklich wie ein Mario-Game anfühlt. Du kletterst die meiste Zeit nach oben, anstatt nach rechts zu laufen, reißt Rüben aus dem Boden und das Game ist irgendwie ein komisches Sequel zum Original. Super Mario Bros. U. Mario Bros. Für die Wii U. Cool. Mehr auch nicht. Es gibt in diesem Game keine grundlegend neuen Änderungen zu den Teilen davor. Machen wir einfach weiter. Auf zum nächsten Game. Super Mario Land 2. Das hier ist das Sequel zu Super Mario Land für den Game Boy. Und in jeder Hinsicht ist dieses Game auch eine deutliche Verbesserung zum Teil davor. Es hat bessere Grafik, einen coolen Soundtrack und wir können mit Mario auf dem Mond herumhüpfen. New Super Mario Bros. 2. Ich habe nie ganz verstanden, warum dieses Game existiert. Es ist eher eine Art DLC für das originale New Super Mario Bros. Natürlich, das viele Münzen sammeln macht schon Spaß. Aber bis auf ein paar neue Level ist eigentlich alles gleich. Das originale Super Mario Bros. Aka das teuerste Videospiel, das jemals verkauft wurde. 1,8 Millionen Euro hat jemand dafür geblecht. Wow. Aber das erste Mario Game für die NES war ein absoluter Verkaufsschlager. 1985 erschienen, brachte es uns Gamern eine ganz neue Art des Zockens nach Hause. Super Mario World. Dieses Game ist eines der lustigsten Mario Games überhaupt. Na klar, es ist relativ alt und das merkt man auch beim Zocken. Aber es war das allererste 16-Bit Mario Game. Im Vergleich zu 8-Bit hatten wir hier bessere Musik, cleanere Grafik und insgesamt mehr Eingabemöglichkeiten. Außerdem haben wir Yoshi, dasselbe Superman Cape und super kreative Level. Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land war das erste Game, das versucht hat, 2D und 3D Mario Games zu kombinieren. Das Levelsystem aus dem klassischen Mario Bros. Wurde mit einem offenen Plattforming vermixt. Für den Nintendo 3DS im Jahr 2011 hat das damals auch sehr gut funktioniert. Heute gibt es aber bessere Games. New Super Mario Bros. Wii. Ich weiß, viele von euch hätten dieses Game weiter oben auf der Liste erwartet. Denn schließlich war dieses Game für viele, zumindest in meinem Alter, das allererste Mario Bros. Aber was Mario Bros. Wii zu diesem Zeitpunkt so besonders gemacht hat, war der Multiplayer. Mit Freunden als Mario und Luigi durch eine 2D-Welt zu hüpfen, war schon sehr lustig. Super Mario Bros. 3. Dieses Spiel hat mich beim ersten Mal zocken wirklich überrascht. Es ist nämlich deutlich besser als seine Vorgänger Mario Bros. Und Mario Bros. 2. Die Steuerung wirkte deutlich smoother als noch zuvor, das Gameplay macht Spaß und auch das Leveldesign ist ein deutliches Upgrade gegenüber der alten Games. Super Mario 3D World. Das Sequel zu unserem Platz 10 Super Mario 3D Land ist eine deutliche Verbesserung zu seinem Vorgänger. Es hat Multiplayer, coole Level, die man sowohl mit als auch gegeneinander spielen kann und auch die Steuerung wurde auf der Wii U deutlich verbessert. Ich trauere dieser Konsole immer noch hinterher. New Super Mario Bros. DS. Dieses Game kam 13 Jahre nach seinem Vorgänger raus und hauchte dem vorher doch sehr eintönigen Gameplay neues Leben ein. Kurz gesagt, das Game hat überhaupt nicht enttäuscht. Super Mario Bros. DS ist bis heute noch ein 1A-Game und vor allem spielt Nostalgie hier eine große Rolle. Und bitte bringt den blauen Panzer, mit dem man ein Cooper sein kann, wieder zurück. Super Mario Sunshine. Ich liebe dieses Game. Der Nachfolger von Super Mario 64 macht mir unglaublich viel Spaß. War jedoch, als es rausgekommen ist, nicht sehr beliebt. Vielleicht lag es am GameCube, der eh nicht die beste Konsole war, oder an den teilweise frustrierenden Leveln. Aber die Story und vor allem der Soundtrack dieses Games ist absolut fantastisch.
Super Mario 64. Das erste 3D-Mario-Game war ein absoluter Knaller und mitunter eines der einflussreichsten Games aller Zeiten. Egal ob im Schnee, in der Wüste oder auf einer der drei Bowser-Stages. Jedes einzelne Level fühlt sich wie eine ganz neue Story an. Die Speedrun-Community liebt dieses Game aufgrund der verschiedensten Tricks, die man nutzen kann, um das Game so schnell wie möglich durchzuspielen. Super Mario Galaxy 2. Dieses Game ist absolut ikonisch. Erstens haben wir wieder Yoshi im Game und zweitens haben wir einzigartige Spielmechanics, die wir zuvor noch in keinem anderen Mario Game hatten. Es ist eines der besten Sequels, die es jemals zu einem Game gab. Super Mario Galaxy. Das originale Mario Galaxy hat meiner Meinung nach den schönsten Soundtrack, den es in Videospielen gibt. Mario einfach ins Weltall zu stecken, wirkt lustig und die Grafik mit vielen bunten Farben ist für die damalige Zeit wunderbar umgesetzt. Und jetzt Trommelwirbel. Super Mario Odyssey. Das hier ist keine Überraschung. Es passt einfach alles in diesem Game. Das Movement ist einzigartig, jede einzelne Welt bringt einen ganz besonderen Vibe in das Game und die Möglichkeiten hier sind grenzenlos. Außerdem haben wir Cappy, den wohl coolsten Sidekick aller Mario Games. Und das war's auch schon, die ganze Liste an Mario Games. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und einen Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal.